Willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Kapitel 5, das Auge der Königin. Yoshi. Laut der Karte liegt Afenna südlich von Goldorado. Oh! Sixtinius meint, wir sollten uns an Hannes, den Leiter der Schiffzimmerer, wenden. Wir können wirklich die Unterstützung eines fähigen Handwerkers gebrauchen. So ist es, schließlich muss uns ein großes Schiff bauen können. Okay, so, wir werden erstmal... Oh, hier haben wir auch was Neues. Oh, ganz viel sogar. Erstmal das hier. Es gibt fantastische Neuigkeiten. Goldorado, das Land der Casinos und schlaflosen Nächte, hat soeben mit Minneapolis einen Vertrag namens Aldarans Abkommen unterzeichnet. Wie haben die Minneapoliten das nur angestellt? Womit werden sie uns als nächstes überraschen? Tja, das ist die Frage, ne? Genau das ist die Frage. Was? Alliierte? Aha. Was will Goldorado mit so einem Zwergenstaat? Peter! Zwergenstaat? Naja, ich sag mal so, er hat ja eigentlich recht, weil noch ist er ja nicht viel. Egal. Sixtinius wird schon seine Gründe haben. Minneapolis ist doch das Land von Prinz Even, oder? Ja, mittlerweile ist es aber kein Prinz mehr. Was sind bitte Aldavans? Achso, Minneapolis plötzlich ernst nehmen. Wo liegt Minneapolis überhaupt? In der Melanzani-Ebene anscheinend. Da gibt es ein Land? Höchstens ein Niemandsland. Niemandsland, sehr schön. Die Sonnenländer rücken also enger zusammen. Kein Wunder, man weiß ja nicht. Kein Wunder, man weiß ja nicht, was Katzbuckel vorhat. AB müsste für Katzbuckel stehen, oder? So, was haben wir denn hier? Buxer. Ah ja. Der Besitzer der Schießbude hat mir erklärt, dass in manchen Ausrüstungsgegenständen sogenannte latente Fertigkeiten schlummern. Sie werden als Fragezeichen angezeigt. Nur ein richtig guter Schmied kann diese Fertigkeiten erwecken. Hoffentlich werde ich auch irgendwann mal so gut. Ah ja. Und mal gucken, was wir als letztes hier noch haben. Neue Strategie. Diesmal habe ich Olivia aufgesucht, bei der kein geringerer als König Even höchst selbst die Schulbank gedrückt hat. Auf die Frage nach dem Geheimnis seines Erfolges erwiderte sie
Freundlich, aber stimmt. Das müssen Sie ihn schon selbst fragen. Nein! Finde ich gut, dass sie die Diskretion gewahrt hat. Ich habe sie früher oft ins Schloss gehen sehen. Sie hat ein freundliches Gesicht. Warum kann ich nicht so eine Lehrerin haben? Du hast aber auch wirklich kein Glück. Ich suche mir jetzt ein neues Hobby. Okay, ich wollte aber mal eben gucken, ob wie viel Kronen wir eingenommen haben. Vielleicht können wir auch schon wieder irgendwas Neues hier. Obwohl, ich glaube, wir brauchen erstmal neue Leute in unserem Reich, bevor wir... Ja. Ja, wir haben 1647 Kronen eingenommen, okay. Ist das... Ah ja. Materiallager, okay. Warum ist da... Acht. Ist fertig. Sehr schön. Das Thema Gnufi-Kunde 1 wurde vollständig erforscht. Bing. Sehr schön. Können wir direkt weiter forschen. Will ich mal... Direkt... Huch, was fehlt mir? Reicht nicht. Okay. Reicht auch. Okay. Haben wir hier noch ein Talent für? Was war? Ich glaube nicht, ne? Ja. Die könnten wir da reinsetzen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Jetzt könnten wir es machen. 40 Minuten. Ja, oh, wird also. Wenn ich das nächste Mal hier bin, wird das dann wohl fertig sein. Ah, hier haben wir auch noch was. Die Erforschung ist auch fertig, sehr gut. Fernkampfwaffen 1 wurde erforscht. Das ist doch gut. Haben wir hier noch was? Fernkampfwaffen 2 können wir erforschen. 52 Minuten, jawohl. Das ist auch fertig. Ah, stimmt, das haben wir aber. Rüstung 1 wurde erfolgreich erforscht. Dann geht sie direkt mit Rüstung 2 bitte schon weiter. Jawohl, geht auch. Sehr gut. Hier ist nichts. Das ist noch zu Gange. Okay. Ach so, warte mal. Das läuft also nur, wenn wir selber... okay. Glückliches Hämmerchen 1 wurde perfekt. Jupp. Okay. So, können wir jetzt eigentlich... Das geht noch nicht. Ah, Königreich mindestens Rang 2. Ah. Wieso geht das nicht? Brauche ich auch Rang 2 für? Ah, mindestens 25 Talente angeworben. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir... Schauen wir mal, dass wir zu dem Schiffbauer kommen. Okay. Lass mal raus hier.
da unten. Gut, dann müssen wir es von da aus machen. Und jetzt müssen wir... Okay, erstmal wieder da, erstmal da runter. So. Düdung. Mal wieder ein bisschen laufen hier. Okay. Greifst du uns an? Nö. Gut. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt lustig werden, weil ich glaube, ihr wird uns wahrscheinlich alles angreifen. Kiko! Kommst du her? Boah! ist das Ding jetzt einfach verschwunden? Oder was war das? Oh shit, wir müssen uns gleich sofort umdrehen, sonst... Das läuft doch. Hier, wir müssen uns nicht sofort umdrehen. Sehr gut. Wer kommt jetzt? Na. Ico. Okay, der ist... Aua. Oh, meine Güte. Eieieiei, kommst ja gar nicht voran. Das Vieh kämpft sowieso. Oder? Jupp, schnell mal umdrehen. Ah ja, mal einen neuen Punkt zum Reisen, das ist ja auch nett. Sehr schön. Ach du Scheiße.
Da steht schon wieder so eine blaue Truhe, wo ich nicht weiß, wie man die aufkriegt. Ah. Naja. Hallo. Der hat aber ordentlich reingehauen. Mal wieder. Ach du Scheiße. Level 31. Antigift, okay. Was für ein Level sind wir denn, bitteschön? 27. 27 und 26 und Shanti ist 25. Ich speichere mal und dann probieren wir das. Mal gucken, ob das klappt. Ah. Ach du Scheiße! Das ist doch schon wieder scheiße. Alter! Okay, wenn man die Knuffs aktiviert, kann man sich dann auch nicht mehr bewegen. Wo ist der? Ja, genau das mal. Das ist Mist. Das ist scheiße. Wenn man die Knuffis aktiviert, kann man sich nicht bewegen. Na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Ich sage mal bis dahin, Freunde, und ciao.